Hallo ihr Lieben, Dungeon Frog hier und es gibt einiges zu tun. Drum warten wir nicht lange, sondern schauen, ob wir aus dem Fenster schauen können. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Ernsthaft, du bist schon ewig lange hier. Und das Innenleben hat mich nach unten geschickt. Wahrnehmung. Ich gucke mal kurz, ob ich noch irgendwas in Wahrnehmung tun kann. Ganz kurz drüber schauen. Na, das war so ähnlich. Minus Wahrnehmung, nee, nicht ganz. Und das wird uns dann hoffentlich irgendwie in den nächsten Raum führen. Aber ich weiß nicht, was soll dahinter sein? Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Vielleicht ein Brief oder so. Sieht aber so aus, als hätten wir, was das angeht, keine Option mehr. Okay, versuchen wir es. Es ist eine weiße Probe, ansonsten setzen wir da Punkte rein. Okay. Yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket, hanging from it, a bronze key. Okay. Someone hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. It's close enough to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Jemand hat einen Schlüssel im Gebüsch versteckt. Huh? Der große Kerl blickt sich um. Ich möchte, dass ihr mir den Schlüssel gibt. Können Sie mich mal durchlassen, damit ich mir das Ding schnappen kann? Titus, können Sie mir bitte... Ich will reden mit Titus, eigentlich ist er ganz okay. I'm not your janitor, cop. Dammt. I don't even know what you're talking about. There's nothing there. If he says it's there, it's there. Ich habe das Gefühl, dass wir am Ende raus müssen. Das könnte schlecht werden. Aber vielleicht irgendeiner? And I need the fatty to get his feet amputated, because the smell is killing me. We can't always get what we want. God damn it, Dennis. You know I can't help it. Seine weinerliche Stimme steht im starken Kontrast zu seiner Struktur. Sorry, fucko. These guys won't help you. Looks like you're gonna have to go bush diving. The Hawthorne's got a bitch of a bite. Oh Gott. I'm gonna enjoy the sight of you in the bushes out there. Shit. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch and slides it across the table. Der ist echt mysteriös. Ich kann den noch nicht so ganz einschätzen. Bin mal gespannt, welche Rolle er am Ende spielen wird, aber er hat uns den Schlüssel gegeben, den nehmen wir an. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down inside. Come on, man. We were just having some fun. Where's the harm in? I'm tired of listening to your shit. Danke, du nickst dem alten Mann zu. Weiß einer von ihnen, warum dieser Schlüssel direkt außerhalb des Gewerkschaftsraums hing? Niemand hat ihn gesehen. Du siehst ja den Schlüssel in deiner Hand. Ich frage mich, welche Tür öffnet das ist. Vielleicht hat irgendwas damit zu tun, wie Ruby aufs Dach gelangt ist. Ich denke schon, das sagen wir ihnen nicht. Wir danken einfach. Don't thank me. I don't give two shits about your key. Aber vielleicht reden wir trotzdem nochmal darüber, über Ruby. Your secret root theory. You're grasping for straws, cop man. Why'd she put it back if it's hers? Um wieder zurückzukommen? Oder um jemanden anderen? Aber warum würde der andere das dann nicht holen? A little wisdom from old Titus. Not everything is connected to one thing. Keys just lie around. It's a messy world. Interessant, wir reden auch noch mal kurz mit ihm. Ich glaube zwar nicht, dass sie was Neues zu sagen haben. The Coppernado. Ach, jetzt müssen wir noch mal warten, bis der zu uns kommt. What do you want? Ich glaube, er kann uns keine neuen Tipps geben. Nee, tut er nicht. Aber damit können wir jetzt wahrscheinlich, entweder die, ich denke nicht, dass wir die blaue Tür damit öffnen können. Ich denke, wir können die Tür damit oben öffnen. Nichtsdestotrotz würde ich es gerne versuchen, nachdem ich mal mit dem Dude geredet habe, der immer über Geld redet. Ja, okay. Ich brauche mal genug Geld, damit er mit uns redet.
Gucken wir mal, haben wir hier eine neue Option? You see, it could be connected to the du versuchst, die Tür upstairs. Mit dem Werkstatt-Ersatzschlüssel zu öffnen, ja. The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years. But then, the lock clicks. Dust rises before you like mist. A tomb? Haunted by regal spirits from distant ages. No. Smells like engine grease and cut wood. A workshop. Ein Workshop. Okay. Okay, okay. Ziemlich viele Sachen hier drin. Ein bisschen Geld. Eine Notiz nicht vergessen, der Ersatzschlüssel ist an dem Strauch vor dem Ex-Fenster gebunden. Dieser Flipper heißt Weiße Diore. Auf der Gleisscheibe ist eine trauernde Frau angebildet. Over there, in the corner. Oh, können wir Flipper spielen? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Lit. A phrase almost synonymous with the Insulindian pinball scene. Any pinball scene, really. Kim, sehen Sie, was ich sehe? Wir zeigen auf den Automaten. The pinball machine. Gordy's Goats. A classic. Moment mal, Sie haben ihn schon einmal gespielt? A little. Sehen wir uns das mal an. Oh, ich bin mal... Great. Der läuft dann und seufzt. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin-operated. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Lesen aber erstmal den Text. Above the painting of a moustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Mundi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Nur eine solche Legende ist es wert, in einen Flipperautomaten gesteckt zu werden. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped. Which the goats can discover. Get them to the summit. More goats. Indeed. Think of them as balls. Okay, wir spielen mal eine Runde. Da-dum. It takes a while to get into a rhythm. Gut, die Ball leuchtet. Pretty soon you're able to keep three goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, finger boy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Ich kann das ziemlich gut, du spielst weiter, wir reden darüber. Was war er denn für einer? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A mask nationalist. An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Boah, wie finden wir das? An sich ein bisschen Jagd muss sein. Wahrscheinlich um das Gleichgewicht in der Natur zu halten und um alle, um auch den Wald wahrscheinlich sauber zu halten. Also insofern, dass das dann nicht irgendwas überpopuliert. Das ist nicht so cool. Und genau genommen stehen Menschen ja am oberen Ende der Nahrungskette, von daher... Ah, das will ich aber nicht sagen. Den Schwan sagen wir lieber, das ist nicht so cool. He also hit his wife and kids. Other people's kids too. Sometimes pets. Hateful little man. But you seem to be having fun. Ich kann das ziemlich gut. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board. And although a few plummet to their deaths, you're never left with less than three. Suddenly... A special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Ich glaube, ich habe mal Pokémon Pinball viel gespielt auf dem Game Boy Color. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy.
More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. Tiny hammer shatters something inside the machine. Something glass. An ampoule? The words pale rupture light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid, nihilistic finale. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. Okay, klingt so, als würden wir den Rekord aufstellen wollen. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. Ich hoffe, wir geben mir einen Namen. You're in a perfectly balanced system, where neither you nor the pair is able to get the upper hand. This could go on forever. Scheiße, warum muss es denn... Oh Gott. Warum muss es denn Reaktionsvermögen sein? Seine rote... Shit. Kim, es ist möglich, schauen Sie nur. I am. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake and then it's all over. Shit. Warum stellen Sie so ein Ding dann überhaupt her, wenn man unmöglich gewinnen kann? Das ist auf, denn das Gewinnen verursacht so viel Stress. Warum stellen Sie so ein Ding denn überhaupt her, wenn man unmöglich gewinnen kann? Du gibst auf, denn das Gewinnen... Hä? Was? Wenn man unmöglich... Hä? Das ist doch zweimal die gleiche Option, was soll ich denn da jetzt sagen? Ich sehe da keinen Unterschied. Ist hier ein Unterschied? Bin ich da doof? Ich meine, das ist eine rote Probe, wir haben keine keine Chance, aber wir sind eine Ballspielniete. Wir bleiben beim Ball, das wird nichts. Ich glaube, wir können eh nicht nochmal, also vielleicht können wir nochmal spielen, aber das ist nicht unser Ball. Nur das Schicksal kann uns da leiten und wir versuchen es. How? She can't even see it. The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. It killed itself to spite you. There goes nothing, Fingerboy. Und wir haben einen Durchbruch in der Hardcore-Ästhetik. Hardcore-Ästhetik. Bam. Oh yes, drugs. We're talking about drugs. Let's face it, these flirtations with the Hardcore-Ästhetik have all been leading up to one question. Can I do drugs harder now that I'm a hard cop? And the answer is yes, you can. You can do one more blast of Pyrolidon and yellow shit powder. You can even pull a Siggy and a lager on top of that. There, you've truly made the hardcore your own thing now. Irgendwie hatte ich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Wert auf die Ästhetik legen und ein bisschen weniger auf die Drogen. Wow. Aber gute Fähigkeiten, wow. Sehr nützlich fürs Drogen nehmen. Alles eins. Harter Knochen. Geil, aber gute Fähigkeiten, die wir bekommen haben. Das ist nicht schlecht. Gefällt mir. Cool. Was macht denn öde Realität nochmal? Ne, wir bleiben mal kurz. Speichern. Doch, ich bin zufrieden. Gucken wir uns nochmal den anderen Pinball-Automaten an. Der geht bestimmt jetzt nicht. Wir haben wahrscheinlich direkt den richtigen. Diesen Pinball-Automaten steht Frankongrinär. Das Thema sind Pferde und Schwerter. Wahrscheinlich können wir da nicht interagieren. Wir haben den Pinball-Automaten benutzt und können hier weitergehen. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. Okay, gehen wir rein. Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right and just enough room for 2 people to fit in. Warum soll es nach Nougat riechen? Das verstehe ich nicht. Interessant. The maintenance card under the control panel reads... Last Maintenance, 10th July, 88. Welches Jahr sind wir nochmal? Kim weiß es bestimmt. That it does. I say, let's brave it. Die letzte Wartung dieses Zuges wurde in der Zukunft durchgeführt?
No, it was maintained in 88 of the previous century. Shit. Keine Nachricht aus der Zukunft? No, I think the bureaucrats just forgot about this backroom elevator after the revolution. Bedienungselemente anschauen? Kann ich schauen? There are large rectangular buttons. Monte, the sound, oh Gott. And an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. Oder auch nicht. A small steel plaque reads Halter 800. Halter is a Koningsteiner lift company who went out of business a long, long time ago. Der Aufzug wurde wahrscheinlich dazu genutzt, um nach oben zu fahren, aber fragen wir uns trotzdem nochmal. Seems like a small freight elevator for transporting machinery. For that, it's pretty quaint. Okay, wir schließen die Tür und fahren nach oben. Ich hoffe, Kim kommt mit. Oh, ich dachte irgendwie, es kommt noch ein Check oder so. Aber scheinbar fährt der Aufzug ohne Probleme. Wird sehr cool, wenn wir so ein Minigame haben. So eine kurze Jump-and-Run-Party. Aber wir kommen einfach oben an. Und landen bei noch mehr Pinball-Automaten. Oh, das Fenster ist interessant. Kleine Fenster zugeklebt mit schwarzem Kunststoff. Du kannst nicht hinausblicken. Hier sind Notizen. Aber was mich interessiert, ist die Kleidung. Auge Handkor. Mantel des Flippermachers. Wow, toll. Den hätten wir gerade gebraucht. Die Regale sind voller Werkzeuge und Ersatzteile. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Flipper-Informationen. Das bringt uns auf nicht. Baupläne für einen Flipperautomaten im futuristischen Gewand. Gut. Der Flipperautomat wurde zerlegt und ausgeschaltet. So this is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. Ich meine, es ist ja noch immer trotzdem, der Aufzug funktioniert. Es ist noch immer ein schneller Weg, von unten nach oben zu kommen. Wobei man auch die Treppen nehmen könnte, ne? Also. The lieutenant looks around the dusty, crowded room. Inspecting the tools on the shelf. Das hier war meine Flipperwerkstatt. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. A creak. Some dust falls off a shelf. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the hardies bang away at it. Remember the dice maker? Then that means. Das Welling in Rex war früher in East Delta Flipperhalle. Das ist das Letzte, was von ihr noch übrig ist. Ah, yes. As the novelty dice maker said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. Ich auch. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Shit. Anscheinend haben sie irgendwann aufgehört, die Flipperautomaten zu reparieren. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before Pinball went out of vogue. Oh, könnte das bedeuten, dass das Whirling Rex tatsächlich Teil des verfluchten Gewerbeblocks ist? If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. Wer will das auch schon gerne hören? Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks of this. Geht so, eigentlich ist mir das nicht so wichtig. It's not a ghost story. It's a curse. And God ought to be made knowledgeable, so he can perform counterspells. Ich hoffe, er ist ein blauer Magier, damit er auch ein paar gute Counterspells machen kann. Da sind Fußabdrücke. Vielleicht führen die uns you zu clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Mhm. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Jemand war hier in den letzten ein, zwei Wochen. 3 weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. Er sieht dich an. The Blue Door was a mega investigation after all. It has no converged with our main investigation, which I would say is quite large. Was hat das zu bedeuten? It means someone snuck through what seemed like a secret route, leading to the roof, from where you can shoot our victim. This is significant. Das bedeutet, dass jemand wohl einen Geheimweg genutzt hat, und zwar zum Dach, von wo aus man auf unser Opfer schießen kann. Das ist wichtig. This prince, officer, could be the prince of our killer. Okay, schauen wir uns die genauer an. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp.
The souls have left the pattern uniform, horizontal lines. Klingt irgendwie nach so Armeeschuhen. This print is unlike one left by a regular worker boot. It is not a brand sole with logos on it. It seems custom made or old fashioned. Hmm. Shoe size is 41 to 42, maybe 43. It could be a large footed woman or a small to average footed man. This is, unfortunately, the worst, most vague shoe size there is. Das war schon herausfordernd. Der Abdruck sieht anders aus als der Abdruck der sonderbaren Sohle, die wir am Tatort gefunden haben. Scheinbar schon. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. Die sehen nicht wie die Arbeiterstiefel vom Tatort auf. No. These little horizontal lines are different. They look custom made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Also wir haben ein bisschen was gelernt, aber... Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Irgendwie bin ich nicht so glücklich damit. You clearly jackpot. Nee. Also dafür, dass es ein Jackpot ist, bin ich ein wenig enttäuscht. In der Wand ist ein winziges Loch, auf der Seite siehst du ein Schlafzimmer. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside. Oh shit. Bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Oh, da könnte, stell dir mal vor, die Ruby ist eifersüchtig und beobachtet die dann, wie die sich lieben. Und dann geht's bei ihr. Ja, scheiße. Das ist kein schlechtes Motiv. Aber irgendwie ist das mir zu einfach. Ich glaube nicht, dass es die richtige Spur ist. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. Hör mal, das ist an, why not? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural. Okay. Weiß ich nicht. Interessant, aber hat das jetzt den Fall gelöst? Ich würde sagen, nicht. Sag mal, sind wir hier ein bisschen aufmerksam? Hier ist noch was, was wir übersehen. This is the barred door you tried to kick in before. Du entriegelst die Tür, ja? Why not? Gehen wir nämlich da durch. Wir können Klaas hier fragen, ob sie irgendwann mal was dahinter der Wand gehört hat. Oder ob sie was von den Schuhen weiß. Ich meine, sie ist ziemlich aufmerksam und klug. Das könnte ein Indiz sein, aber ich finde es nicht besonders hoch. Hello, officer. Shit, what brings you up here again? Sie hat keine neue Option. Okay. Wir können jetzt mit dem Tavernenbesitzer sprechen. Weil im Endeffekt wird er nur sagen, ah ja, okay. Die anderen werden wahrscheinlich keine Ahnung haben. Mich wundert es, dass unser Kommunismus-Sensor da nicht bei denen ausgegangen sind, aber ich glaube, da vorhin hieß es ja, dass es Sozialdemokraten sein können. Ich würde sie jetzt da nicht per se ausschließen, deswegen. Aber scheinbar wir schon. Und scheinbar irgendwas geht mir durch den Kopf. Ich weiß noch nicht so genau was. Gleitet mich die ganze Zeit. Eine weitere Spur? Mein Gott. Geht denn da ab? Ich meine, wir haben sehr viele Skillpunkte. Was willst du, Spiel? Ey, der sagt mir die ganze Zeit, ne? Ja, genau, wir können die, dieser staubige alte Mantel gehörte einst jemandem namens Amniflox. Der Name ist in das Seitenfutter eingestickt. Er riecht nach Motten und altem Schmierfeld, doch er passt dir wie angegossen. Dich überkommt ein merkwürdiges Gefühl der Einsamkeit, als du den Gürtel um deine Hüfte schnallst. Okay. Hey, was there something you needed? Well, well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Hey, cool. Wo ist denn überhaupt der Bird? Ich kenn den gar nicht. Seht ihr den? Wenn wir darauf aufmachen. Another thing.
Great. I love those. Garte, stellen Sie sich vor, ich bin im Hinterzimmer gewesen, hinter der blauen Stahltür. Oh, okay. Well, I did hear you make noise back there, so good for you. Er will das wissen. It takes a lot of willpower not to ask. Obviously, he's been wanting to know what's behind the door. Wollen Sie nicht fragen, was da ist? Okay, what is back there? Skelette, ein Mausoleum der Toten. Flipperautomaten, eine Flipperwerkstatt, nichts. Das schwarze, klaffende, schlunzte Ende aller Zeiten. Das finde ich echt eine coole Antwort, aber wir sind ehrlich. Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. Warum wollen Sie spielen? Ich würde zu einem Spielchen wohl nicht nein sagen, habe nicht nachgesehen. Flipper ist für meine Ermittlung irrelevant, habe nicht nachgesehen. Flipper sind Spin-MBS-Optionen. No, I was just wondering if you found pinball machines there. Mm-hmm. He was wondering about something business-related, about how much money he could make of one. Überlegen Sie sich, aus diesem Laden wieder eine Spielhalle mit Flipperautomaten zu machen. Wenn Sie die Erwägung ziehen, dieses Flipperautomaten zu verkaufen, will ich einen fetten Anteil abbekommen. Bonzen. Du trommelst dir auf die Brust. Ich bin ein Spielverderber. Ich kann spüren, wie sich eine kapitalistische Verschwörung anbahnt. Capitalist plot. The pinball we have in the corner now is broken. I want to diversify the entertainment options. It wouldn't hurt to get a little life in here. Other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. He should still know. You have to be forewarned about these things. Reden noch über dem Kuckloch. What wall? Oben im geheimen Hinterzimmer, gleich neben Clafias Schlafzimmer. Puh, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, ihm das zu sagen. I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the Whirling does not abide spying on its guests. Gut, ich hoffe, das tut jetzt auch wirklich. Das wird mir gefallen. Ah, da ist der Vogel, oder? What a shame to fix such a good peephole. Können Sie das Loch nicht einfach behalten, was von ein paar heiße Mäuse in diesem Zimmer einchecken, bezwinkert? Alles klar, Sie wissen Bescheid. Ne, wir schließen das Thema ab. Sorry, Leute. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? Sollen wir ihm sagen, dass das Whirling zum verfluchten Gewerbeblock gehören könnten? Ich meine, das ist natürlich nur eine Geschichte, aber die Geschichte könnte sich wahr erwähnen als quasi selbst prophezeite Geschichte. Deswegen sagen wir ihm das nicht. Yes. Got the 20 real. Then why are you... Okay, schlafen wir mal in einem anderen Etablissement. Und damit sind wir hier durch, ne? Ich glaube, wir haben hier nichts mehr zu tun in dem Laden. Und gehen weiter. Ich überlege gerade, können wir von so einem Auto aus die Bibliothek anrufen? Das wäre jetzt so mein Plan. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ja, ne? Ich will mal ganz kurz gucken. Hat das, hier müssten wir eine Willensprobe machen. Hat das Ding das entlockt? Ne, hat es nicht. This must be the name of the... Gut, dann würde ich sagen... machen wir den Anruf in der nächsten Folge. Ich danke euch. Okay, neue Leute. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Dungeon Frog. Tschüss.